Hey Schatz, alles Gute. So, willkommen. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke und wir haben heute wieder den Adventskalender für euch vorbereitet, ne? Adis Adventskalender, Rams ist Adventskalender, mein kleiner Burm, ne? Kleiner Baum, seht ihr den, wie der da steht? Wie ein Baum. Wir haben heute das. Ich muss schon wieder nachgucken. Heute ist der 13. Das heißt, ich muss die 14 aufmachen. Türchen Nummer 14 befindet sich hier oben, genau neben der 24. Ja, das ist so, ne? Das heißt, wir gehen jetzt hier rein, reißen das hier auf. Und hier ist wieder ein Tütchen drin, aber irgendwo müsste, wie gesagt, eins fehlen. Weil der Adi den ja am Anfang aufgerissen hat und hat ihn einfach, er hat einfach eine Tüte schon mal rausgeschlitzt, hat schon mal ein Tütchen gegessen. Also muss irgendwo ein Tütchen fehlen. Das ist hier wieder so. Da können wir auch gleich mal die Farbe bewerten und den Schaum und den Geruch und alles andere. Adi, der Bergsteiger, schnell zurück. Hier hast du dein kleines. Das Ding ist, die Mama ist da, das Muttertier, ne? Normalerweise früh, wenn ich aufstehe, mache ich erst meinen Kalender. Dann kriegt er hier sowas zu snacken. Und dann kriegt er was Richtiges zu essen. Deswegen hat er auch immer so viel Hunger. Jetzt ist das Muttertier früh aufgestanden, hat ihm einfach was zu essen gegeben. Das heißt, er hat gar keinen Hunger. Der macht das jetzt wirklich nur für euch, ja? Der zwängt sich das Zeug jetzt rein, damit ihr denkt, das schmeckt. Obwohl er sonst einfach isst, weil er nichts anderes hat. Den Rest isst er jetzt wieder so. Oh, ist der Dickmann. Und wir kommen zu Nummer 14. 23, 21, 18, 24, 14 ist hier unten. Einmal reinstechen, einmal aufreißen. Wir erwarten was schön spritzig, fruchtiges, jugendliches. Und wir sehen einen Kaiserbrauerei-Deckel. Erstmal raus, erstmal gucken. Kaiserbrauerei. Das sieht aus wie ein Karamellbier. Hat bestimmt wieder ein altes, modriges Etikett. Kellerpilz. Naturtrüb. Da weiß ich schon wieder, dass die Farbe richtig... Naja. So schmeckt unser Bier. Bittere 4 von 5. Körper 2 von 5. Süße 2 von 5. Die haben das also von alleine schon bewertet. 4,9%. Und so sieht das vorne aus. Kaiser Brauerei Kellerpilz Naturtrüb Kaiserbrauerei Geislingen an der Steige. Ist jetzt wieder mal nicht mein Geschmack so von dem Ganzen. Es ist auf jeden Fall ein schlichtes Etikett, okay? Kann man nichts anderes sagen. Es ist schlicht, es ist so aufgeteilt, es ist ein bisschen Schrift, da wurde noch ein bisschen geschnörgelt. Hier ist nochmal so ein Wappen. Ist ja an sich ganz cool. Wenn ich das so jetzt sehe, würde ich aber denken, das ist Mate. Kennt ihr Mate? Diesen komischen Tee, dieses Teegesöff. Das hat auch von Mio Mio oder irgendwas, ist das immer in so komischen Flaschen mit so einem komischen... Etikett, das hat auch so eine Farbe, das steht so rum, nur mit Schrift drauf. Denkst du gar nicht, dass das Bier ist, denkst du, es ist Mate-Tee. Ansonsten ist das halt wieder so ein richtiges Papp-Etikett. Das glänzt nicht, das sieht nicht irgendwie fesch aus, das sieht halt wieder so papierig aus. Ja, ein Etikett ist aus Papier, aber ich mag es ja lieber, wenn das irgendwie schön glatt ist und richtig schön... Aber das ist wieder, ja, dazu ist es halt relativ dunkel, könnte man gar nicht sagen. Es ist ja trotzdem irgendwie so eine, es ist keine helle Farbe, es ist keine dunkle Farbe, es ist so irgendwas dazwischen. Es ist ein ganz komischer Ton. Und mir fehlt halt trotzdem irgendwas. Ich glaube, ich würde hier für das Etikett nur einen Punkt geben. 3 Punkte mittelmaß, 2 Punkte, ja, nee. Ein Punkt für das Etikett muss hier reichen. Viele würden jetzt sagen, naja, das hat Style, das gefällt mir, aber ich finde es nicht so schön. Ich mag wirklich was ganz anderes. Kommen wir also zum Schaum. Und während wir zum Schaum kommen, auch gleichzeitig zur Farbe, die ja wohl auch nicht so gut ist, denn ihr wisst ja auch, ich stehe auf schön klares Bier in einer kräftigen Farbe. Es gibt helles Bier, was klar ist, wo mir die Farbe fehlt, und dann gibt es kräftiges Bier,
wo mir das Klare fehlt, weil es trüb ist. Hier steht ja schon drauf, dass das ein naturtrübes ist. Dürfte also auch keine 5 Sterne bei mir erreichen. Für das, was es ist, sieht es wahrscheinlich wunderbar aus, aber ich kann ja nichts dazu, dass sie die ganze Zeit nur trübes Bier da reinmacht. So. Farbe, es ist wie gesagt, es ist trüb. Du kannst nicht richtig durchgucken. Es ist alles so ein bisschen schwammig. Dazu ist die Farbe sehr hell. Nicht ganz so kräftig. Ein richtig kräftiges. Hätte es ja nochmal rausgerissen. Der Schaum, ich weiß nie, wie man den Schaum überhaupt bewerten soll. Ich würde hier auch eine 2 geben. Wir gehen mal auf eine 2. Eine 3, da hätte eins von allen Sachen passen müssen. Eine 3 wäre vielleicht, es wäre richtig schön klar, aber halt nicht so kräftig von der Farbe. Oder es hätte eine kräftige Farbe, aber wäre halt nicht so klar. Dann wäre so ein bisschen, das eine passt, das andere nicht. Wenn beides passt, geht es 4 auf 5. Wenn beides nicht so ist, ist es so 2 oder 1. Ich gebe also eine 2. Was habe ich bei Etikett gegeben? Auch eine 2, oder? Ich weiß es nicht mehr. Gut, wir riechen mal dran. Riecht auf jeden Fall süß, ja. Also der Geruch. Körper 2, Süße 2, bittere 4. Heißt, dass der Geschmack ist wieder räudig. Aber Süße? Ich finde auf jeden Fall, das riecht richtig gut. Man hat zwar jetzt keine richtige Biernote, aber so einen tollen, lieblichen, süßlichen Geschmack, ich würde hier beim Geruch 5 Punkte geben. Ohne Scheiß. Man könnte sagen, es fehlt ein bisschen der Biergeruch, also nur 4, weil es nur süß ist. Aber dafür ist dieses Süße so süß, so toll, dass ich 5 Punkte gebe bei Geruch. Jetzt probieren, bringt ja alles nichts, ne? Oh, ich muss gleich noch mal eine Prise nehmen. Also, obwohl der bittere 4 von 5 steht, finde ich, es ist jetzt nicht wirklich bitter. Es zieht sich im Nachgeschmack nicht alles zusammen. Es zieht sich schon während des Trinkens zusammen. Es ist also, dieses Bittere ist präsent vom ersten Schluck bis zum letzten Schluck. Es ist nicht so extrem, es ist aber immer da. Es ist für mich wieder unangenehm. Finde ich, habe ich schon anderes gehabt, was ich besser fand. Und am Anfang denkst du auch wieder, dass es irgendwie so ein Leitbier, eine leichte Note, was aber durch das Bittere gleich wieder dann entkräftet wird. Dass es gar nicht so leicht wirkt, weil es ja eben so bitter ist. Also andere, die waren wirklich Wasser, 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 Wasser. Du setzt ab, bitter. Aber hier denkst du, oh, es ist leicht. Nein, warte mal, es ist, da ist ja was. So leicht ist das nicht. Also 5, 4, 3 geht nicht. Dafür ist es mir beim Trinken nicht angenehm genug. 2 oder 1 würde ich geben vielleicht. Ich habe schon Schlimmeres erlebt beim Trinken. Ich trinke es mal kurz ganz aus, ich kann sonst nichts. Ich muss das während des Trinkens und den Nachgeschmack jetzt separieren, ja? Der Adi macht das Klo kaputt. Adi, nein, es hat gar keiner gespült, lass das. Also ihr merkt schon beim Trinken, bei jedem Schluck, den ihr macht, immer wenn ihr runterschluckt, kommt halt dieses herb-bittere durch. Es ist auch so während des Trinkens, dass das irgendwie ein bisschen brennt. Also ich glaube, es kriegt trotzdem nur eine 1. Auch jetzt, wenn ich rede, ich habe so einen komischen Geschmack davon im Mund. Nee, komm. Ist eine 1, redet man nicht drüber. Adi auf der Toilette, das sieht gut aus. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses.